Ich gehe da ziemlich in mich rein, ich nehme das gerne auf, die ganze Stimmung nehme ich auf. Es ist diese Stille, erst einmal, wenn man mit dem Floß wegfährt, das ist jetzt ein bisschen ein Unterschied bei der Prozession. Da spielt ja nicht gleich eine Blaskapelle oder sonst irgendwas, wenn man nach München fährt, sondern die Prozession beginnt ja eigentlich ohne Kapelle. Bis zur Segnung dann, nach der Segnung, setzt er dann erst die Kapelle ein. Und diese Stille, wo man die Loisach runterfährt, aber auch die Stille, die auf dem Floß herrscht. Alle, die was also auf dem Floß drum sind, die sind irgendwie alle so in sich gekehrt. Jeder ist in Gedanken. Also das ist so andächtig. Also die Johannifloßprozession beginnt um 19 Uhr mit einer Kirche. In der St. Andreaskirche wird ein gemeinsamer Gottesdienst gemacht. Und nach dem Gottesdienst findet dann ein Standkonzert vor der Kirche statt. Teilt sich die Menge, das heißt also ein Teil, die also Ehrengäste, Bürgermeister, Stadtkapelle, begibt sich zum Einstieg vom Floß am Poing und der andere Teil lauscht weiterhin dem Standkonzert und wartet dann eben auf das Zeichen, das dann stattfindet, wenn also die Flöße alle besetzt sind. Dann gibt es einen Böllerschuss. Traditionell, so wie bis 1910 auch. Und dieser Böllerschuss zeigt dann einfach, dass sich die Flöße in Bewegung setzen. Und der andere Teil, der also noch vor der Stadtpfarrkirche steht, sich zur Aufstellung bereit macht zum Festzug dann an die alte Floßlände. Dort wartet man dann, bis die Flöße dann in der Dunkelheit die Loisach runterkommen. Das ist dann alles wunderbar, also mit Fackeln und also hat einen ganz andächtigen Anschein. Und die legen dann diese drei Flöße, dieses Jahr sind es ausnahmsweise drei Flöße, sonst sind es normalerweise immer zwei Flöße, aber diese drei Flöße legen dann an der alten Floßlände an. Dann geht der Pfarrer vom Floß runter. Und an der alten Floßlände findet dann eine kurze Andacht statt und die Segnung der Flöße und die Segnung der Flößer, die sich ja tagtäglich mehr oder weniger ja mit dem Floß Richtung München in Bewegung setzen. Ganz herzlich heißen wir Sie als Geistliche der beiden großen christlichen Konfessionen zur Johannifloßprozession und zur Segnung der Flöße willkommen. So wollen wir heute um Gottes Segen bitten, in Verantwortung, um Verantwortung und um Gelassenheit für uns, für die Flößerei, für alle Wasserwege, für alle Verkehrswege und zugleich für unser ganzes Leben. Amen. Thank you.